Ja, mein Name ist Ursula Kleinert-Jens und als Mitglied von Amnesty International können Sie sich vielleicht vorstellen, dass mich die Geschehnisse in Belarus nicht gleichgültig lassen. Und deswegen möchte ich gern heute Ihnen zu Gehör bringen, was die unsere Menschenrechtsorganisation sowohl auf internationaler Ebene als auch die deutsche Amnesty-Sektion zu der Situation in ihrem Land sagen. Also Amnesty International liegen zahlreiche Hinweise und Zeugenaussagen von Personen vor, die in Haft gefoltert, geschlagen oder bedroht wurden. Die Regierung in Belarus muss die Gewalt gegen friedlich Demonstrierende sofort beenden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Amnesty International und Menschenrechtsorganisationen vor Ort haben in Belarus mit Menschen gesprochen, die an Protesten teilgenommen und dafür in Hafteinrichtungen gefoltert oder anderweitig misshandelt wurden. Betroffene berichten beispielsweise, geschlagen oder mit Vergewaltigung bedroht worden zu sein oder dass man sie gezwungen habe, sich auszuziehen. Gruppen, die sich vor einer Hafteinrichtung in Minsk versammelt hatten, sagten, sie konnten die Schreie der Folteropfer bis nach draußen hören. Videoaufnahmen bestätigen dies. Alles deutet darauf hin, dass die Behörden in Belarus gezielt und großflächig Gebrauch von Folter und anderen Formen der Misshandlung machen, um friedliche Proteste um jeden Preis zu unterdrücken. Jetzt kommt ein Zitat. Tagelang sah die Welt fassungslos zu, wie die Polizei in Belarus mit Gummigeschossen und Tränengas gegen friedlich Protestierende vorging. Es wird nun immer deutlicher, dass die brutalen Szenen in den Straßen von Belarus lediglich die Spitze des Eisbergs sind, sagt Marie Struthers, Direktorin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International London. Amnesty International London hat übrigens schon im August in einer Petition an den Innenminister der Republik Belarus gefordert, sofort den Einsatz von Polizeigewalt zu stoppen und die dafür Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Diese inzwischen abgeschlossene Petition forderte den weißrussischen Innenminister auf: Beenden Sie sofort den gewaltsamen Polizeieinsatz gegen friedlich Protestierende und Journalisten und Journalistinnen. Sorgen Sie dafür, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung weißrussischer Menschen in vollem Ausmaß respektiert wird. Sorgen Sie dafür, dass alle Gesetzeshüter im Kontakt mit der Öffentlichkeit identifizierbar sind. Das heißt, dass Sie Namensschilder oder Schilder mit Dienstnummern tragen. Und ergreifen Sie alle weiteren notwendigen Maßnahmen, damit die Mitglieder der Ordnungskräfte und die für Einsätze Verantwortlichen in jedem Fall für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden können. Es spricht vielleicht Bände im Hinblick auf das, was Amnesty International den augenblicklichen Machthabern in Belarus zutraut, wenn die Menschenrechtsorganisation den Unterzeichnern der Petition zusichert, wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in Belarus werde man bei der Übergabe der Petition an die weißrussischen Behörden keine vollständigen Personennamen angeben, um so eine Identifizierung der Unterzeichner durch die weißrussischen Behörden zu verhindern. Und zum Schluss noch einmal Marie Struthers, Direktorin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International London. Von Personen, die inhaftiert wurden, wissen wir, dass die Hafteinrichtungen Folterkammern gleichen, in denen Protestierende auf dem Boden liegen müssen, während sie von Sicherheitskräften getreten und mit Schlagstöcken malträtiert werden. Sie beschrieben, wie sie sich
ausziehen mussten und dann auf sadistische Weise geschlagen wurden, während sie die Schreie anderer Betroffener hören konnten. Es handelt sich hierbei um Menschen, deren einziges Verbrechen, in Anführungsstrichen, es war, sich an friedlichen Protesten zu beteiligen. Was gerade in Belarus geschieht, ist eine menschenrechtliche Katastrophe und die Welt muss dringend einschreiten. Amnesty International fordert deshalb Staats- und Regierungschefs auf, Druck auf die Regierung von Belarus auszuüben, um diese entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Dankeschön. Danke. Danke.